bin Laura und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, seht ihr hier hinten eine Wakeboard-Anlage und ich habe hier mein Wakeboard dabei. Und zwar sind wir in der Türkei an der Wakeboard-Anlage Hypnotic. Und ja, ich sage jetzt nicht so viel, aber lasst die Reise beginnen. So, wir haben jetzt hier ganz schön viel Gepäck dabei und ich muss jetzt hier mein Wakeboard mit den 25 Kilo tragen. Ja, das ist jetzt auch hier nochmal ein Extra-Training, bevor wir dann in die Türkei nach Antalya fahren. Also eher gesagt fliegen. Und ja, dann los geht's. Meine Lieblingsbeschäftigung am Flughafen sind die Fahrtreppen. Unser Flugzeug steht schon zum Abflug bereit. Wir holen jetzt dann unser Gepäck und dann werden wir schon abgeholt. Das hier ist unser Zimmer mit einem sehr weichen Bett ausgestattet. Jetzt sind wir hier wach schon und ich wurde vom Zwitschern der Vögel geweckt. Und jetzt geht's hoch zum Essen, zum Frühstück. Los geht's! Das Frühstücksbuffet war auch sehr groß mit Müsli und allem drum und dran, was man sich nur vorstellen kann. Man kann sich noch einige Sachen dazu bestellen, wie zum Beispiel Omelette, Pancakes, Kaffee oder einen frisch gepressten Orangensaft. Hier seht ihr unser großes Frühstück. Natürlich muss man in der Früh auch ein bisschen mit den Hunden knuddeln. Jetzt zeige ich euch die Anlagen und wir starten mit der Anlage 1. Und zwar sind da eher leichtere Obstacles drauf und der Lift fährt manchmal auch langsam, aber trotzdem kann man dann auch coole Tricks machen. Und hier seht ihr den See von der anderen Seite. Hier sieht man die Anlage 2, die ist eher für Fortgeschrittenere gedacht. Hier kann man schwierigere Obstacles ausprobieren und neue Tricks lernen. Hier findet man auch einen coolen Pool. Daneben ist unser Bungalow mit einer wunderschönen Aussicht auf den Kicker. Jetzt geht's aufs Wasser. Juhu! Das ist die erste Fahrt seit fast 4 Monaten. Am Anfang wollte ich einen Transfer probieren, aber der hat nicht so gut geklappt. 540 musste ich auch üben, bis es geklappt hat. Wir sind jetzt hier beim Essen und das sieht echt cool aus, weil wir sind jetzt hier so am Buffet und da kann man einfach entlang gehen und sich alles nehmen, was man will. Und ich zeige euch mal, was ich heute genommen habe. Und zwar ist das so Fleisch mit Reis und dann noch ein Brot und noch Tomate und Gurke. Wir haben jetzt gerade gegessen und jetzt gehen wir schon wieder zurück auf unser Zimmer, damit wir so eine Pause machen können und uns ein bisschen hinlegen oder auch lesen, was ich jetzt machen werde. Und ja, danach gucken wir noch ein bisschen den anderen zu und ja, danach geht es eigentlich schon aufs Wasser. Ich freue mich schon. Musik.
Hier sieht man die Profisportler aus Norwegen, wie sie ihre coolen Tricks üben. Hier gibt es auch einen System, wo man verschiedene Airtricks üben kann, wie Frontroll, Backroll oder Rayleigh. Hier kann man auch Tricks auf dem Trampolin üben. Natürlich fällt man immer wieder ins Wasser rein, aber das ist ja nichts Neues. Natürlich darf die Doppelleine nicht fehlen, um ein paar coole Aufnahmen zu machen. Danke, Tim. Auf dem System Air Trick Time, auch für mich. Erstmal aufwärmen mit ein paar hohen Rallyes. Yay, endlich 540 gestanden. Und das auch noch mit Doppelleine, wie ihr gerade seht. Jetzt fahre ich durch den coolen Pool. Und ja, wie ihr seht, bin ich hier im Neo. Ich bin gerade die letzte Runde gefahren. Und jetzt muss ich mich dann schon umziehen gehen und dann noch Koffer packen gehen, weil heute ist der echt letzte Tag hier in dieser wunderschönen Wakeboard-Anlage. Und ja, jetzt gehen wir hier zum Abendessen. Das letzte Mal, aber das Essen ist echt super. Wir grillen heute und die ganzen Hunde sind schon da. Aber ich glaube, das erkennt man nicht so gut. Also die grillen hier. Und, wenn ihr es nicht wisst, ihr könnt auch gerne schwimmen gehen. Mit einer super tollen Aussicht auf den System hier. Und dann ist hier die andere Anlage. Und hier hinten ist dann nochmal die andere Anlage. Also das ist dann für Anfängerlift, Pool, System da hinten. Hier ist das Hypnotics-Zeichen. Und dann da hinten ist es so für die Fortgeschrittene. Hier ist der Essensbereich. Und dann da hinten, da ist dann so der Drinnenbereich. Das ist nochmal ein wunderschöner Ausblick. Und wir gehen jetzt rein und ja, dann zeige ich euch das mal. Und hier steht das Essen, was noch nicht da ist. Schaut mal, was für eine große Auswahl man beim Abendessen hat. Und ja, das ist eigentlich echt schade, dass wir zurückfliegen müssen, aber dann packen wir mal. Danke an Tim, dass er mich gefilmt hat. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, ob ihr hier schon mal wart und ob ihr mal Lust hättet zu Wakeboarden oder Wasserski zu fahren. Und schreibt mal unten in die Kommentare rein, wo ihr schon überall wart und wo es euch am besten gefallen hat. Dann freue ich mich schon auf nächstes Mal Wakeboarden. Tschüss! All my